Der Präsident des Europaparlaments Martin Schulz hat während der Vollversammlung in Straßburg den fraktionslosen griechischen Abgeordneten Eleftherios Sinadinos aus dem Saal entfernen lassen. Sinadinos gehört der rechtsextremistischen und ausländerfeindlichen griechischen Partei Goldene Morgenröte an. Schulz zitierte einige der Äußerungen des griechischen Abgeordneten. Ich zitiere Ihnen jetzt den Satz, den ich für erstens nicht akzeptabel halte und zweitens für unbedingt sanktionierbar. Es ist der Satz des Kollegen Synadinos, der in der Debatte über den EU-Türkei-Gipfel heute Morgen sich wie folgt hier geäußert hat. Ich zitiere. Wie osmanische Wissenschaftler geschrieben haben, die Türken sind geistige Barbaren, gottesverachtend, Schwindler und schmutzig. Der Türke ist wie der Hund, der den Wilden spielt, aber wenn er gegen den Feind zu kämpfen hat, davonläuft. Der einzige effektive Weg, mit den Türken umzugehen, ist die Faust und Entschlossenheit. Das, meine Damen und Herren, ist ein Satz, der im Sinne des Artikel 165 der Geschäftsordnung eine schwerwiegende Verletzung der Werte und Grundsätze der Union darstellt. Als Sofortmaßnahme habe ich deshalb angeordnet, und ich füge hinzu, meine Damen und Herren, auch als eine Grundsatzentscheidung, weil ich glaube, dass hier systematisch der Versuch unternommen wird, rote Linien zu überschreiten, um den Rassismus hier salonfähig zu machen. Ich habe Ihnen gestern bereits gesagt, mit mir nicht. Nur wenige Abgeordnete protestierten gegen die Entscheidung des Parlamentspräsidenten.